So, da sind wir wieder und weiter geht's. Entschuldigt erstmal, dass jetzt erstmal wieder eine Woche nichts kam. Ich bin halt mitten in den Prüfungen, deswegen ist es gerade ein bisschen, naja, mit dem regelmäßigen Uploaden beziehungsweise dem Aufnehmen, denn es kostet ja doch ein bisschen Zeit, auch mit der Nachbearbeitung. Vor allem, wenn man immer solche schönen Sachen hat, wie mit YouTube und man irgendwelche Videos, irgendwelche Musik dann wieder rausschneiden darf. Was geht denn mit dir ab? Egal, wir wollen jedenfalls wieder ein bisschen Gangbang und ich würde sagen, da wir gerade schon auf der Grove Street sind, gehen wir nicht zu OG Loke, was wir glaube ich sowieso nicht könnten, weil es Tag ist und ich glaube, wir müssen bei Nacht dorthin gehen. Sondern wir machen mit unserem liebsten Freund Ryder weiter. Yay! Home Invasion. Damn! Hey, what you doing? Digging graves? Damn, where the fuck I put it, man? Put what, nigga? Man, the fucking water. Need a little something before I go deal with things. What things, fool? My homie LB, he told me about this army motherfucker who got all the guns we need. Not that old school Emmett bullshit neither. I'm down. Let's roll. Jill, you always down, homie. Apart from when you ain't around here. Nigga, fuck you. Damn. Man, you want some of this? Nah, man. I'm cool on that. Where we going? This tilt overlooking East Beach. Better yet, you better wait until it's dark. Catch the motherfucker while he in bed. Yeah, I'm feeling that. Yeah, that's it. That's it. Come on, nigga. What you waiting for? Let it go. Look. Get in, fool. Dieser Typ, er macht mich fertig. Auf geht's. Parke den Truck nahe dem Haus und hole die Waffen, bevor es hell wird. Na dann, ich habe mal die Mausempfindlichkeit ein bisschen runtergestellt. Ich hoffe, das läuft jetzt besser. Relax, man. We ain't there yet. Yeah, right, Carl. You always right. Ja, natürlich. That's my homie, Mr. Right. Shut up. You can't stop me. Who can? Whatever. So, oh, sieh mal an, ein paar Balles. Oh, ein paar Balles wahrscheinlich jetzt. So. Ich hoffe mal, die Richtung stimmt ungefähr. Das ist ja in den späteren GTA-Teilen ein bisschen komfortabler gemacht. Da hat man dann immer schön auf der Karte den Weg eingezeichnet. Ich weiß gar nicht, geht das ja auch? Bin mir nicht sicher. Ich habe echt die Teile schon so lange nicht mehr gespielt, dass ich nicht mehr so wirklich drinstecke. Also, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich jetzt wirklich relativ viel GTA 5 in letzter Zeit gespielt habe. Aber naja. Oh je, yeah. Hallo Bulle. Oh, ja, fahr mal weiter. Danke. Nichts passiert. Okay. Wir sind gleich da. Diese Kiste hat eine schreckliche Physik. So. Und dann bin ich mal gespannt, wie das mit dem Schleichen geht. Also, ich weiß noch, auf der PlayStation musste man mit dem Controller immer ziemlich vorsichtig sein, dass man nicht zu schnell läuft und nicht zu viele Geräusche zu machen. Weiß gar nicht, wie das hier auf dem PC war. Let's storm the place. Hold up. Let's creep in, grab the guns and bounce out. Gee, I got it ninja style. Right. Come out, you old bastard. Shut up. He can't stop me, you buster Carl. Okay, fool, in you go. I'll keep watch. Ja, fragt sich, wer der Feigling ist. Und CJ sieht so hammermäßig aus mit seiner SM-Maske. Ich find's so schön. Okay, dann wollen wir mal. Du musst stets leise sein. Halte Alt-L gedrückt, um zu schleichen. Was? Okay. Wenn du zu viel Lärm machst, wächst du die Bewohner des Hauses. Achte darauf, dass die Lärmanzeige nie das Maximum erreicht. Okay, schauen wir mal. Ist das wirklich Alt-L, was ich drücken muss? Ich weiß es nicht. Scheint aber auch so hier lang gehen zu können. Ups. Echt jetzt Eingabe? Das ist aber unpraktisch. Wer hat denn diese Belegung gemacht? Ah ja, tatsächlich. Alt-L, es funktioniert. Wunderbar. So, gehen wir mal einen Schritt lauter. Und vor allem schneller. Kiste Nummer 1. Keep it coming, CJ. Erledigt. So, ist hier unten was? Ah ja, hier unten ist auch eine, siehst du mal. Habe ich doch noch richtig in Erinnerung. Gib mal her, das Ding. Ich finde diese Maske super.
So, also man kann so ein, zwei Schritte auch in Normalgeschwindigkeit machen, das geht. Wer ballert denn hier? Weckt mir mal nicht den Armeetypen. Nicht, dass der hier plötzlich einen Vietnam-Flashback kriegt. Das muss nicht sein. So, jetzt aber nichts mehr hier unten, oder? Nee. Bis wann habe ich Zeit? Achso, die 5 Minuten noch. Ja gut, dann. Das sollte ja nicht das Problem sein. Vielleicht sollte ich auch wirklich einfach so gehen, weil das scheint ja zu funktionieren und die Tür funktioniert schon mal nicht. Geht die? Nein. Ah, irgendwie klappt es doch nicht so richtig mit dem Schleichen. Beziehungsweise mit dem, geduckt gehen, ihr wisst schon. Manchmal mache ich damit keinen Lärm und manchmal dann irgendwie doch. Verstehe ich nicht ganz. Naja. Mit der Kiste in der Hand müssen wir so oder so schleichen, von daher, was soll's. Ist ja jetzt auch nicht so, als ob uns irgendwie die Zeit wegrennen würde, also 4:30 sollten eigentlich locker reichen, die ganze Hütte auszunehmen hier. Und wahrscheinlich gleich noch hier die Artilleriegeschütze mit. Weiß ich nicht. Bestimmt. Huh, das war knapp. Das war vielleicht ein bisschen sehr forsch rangegangen in die Sache. You're a natural housebreaker, homie. Ryder, was machst du eigentlich so dabei? Nichts. So, wir schauen mal, ob die Türen hier unten vielleicht zu öffnen gehen. Das haben wir noch nicht probiert. Ah, sieh an, sieh an. Und da haben wir auch noch eine Kiste. Was ist das eigentlich für ein komischer Typ, der in seiner ganzen Wohnung die Kisten verteilt? So, her damit. Oh, das war wieder knapp. Ich leg's aber auch drauf an, so ein bisschen, ne? Okay, also ich weiß, oben in seinem Schlafzimmer ist noch eine Kiste. Die wollen wir auf jeden Fall noch holen. Und ob die andere Tür hier unten noch zu öffnen geht, weiß ich nicht. Müssen wir gucken. Könnte aber durchaus sein. So, jetzt aber leise. Nein, die ist zu. Dann auf nach oben. Ist ja schon ein bisschen creepy, wenn einer wie CJ hier so lang schleicht durch die Wohnung, ne? Ich glaube, da würde ich mir ein bisschen Sorgen machen, wenn ich aufwachen würde und der plötzlich über mir steht. Vor allen Dingen mit der Maske. Bloß würde ich dann nicht denken, oh, ein Einbrecher, sondern oh, er will mich vergewaltigen. Guten Tag, mein Freund. Oh, hier sind sogar zwei Kisten, siehst du mal. Natürlich. Am Ort, der am weitesten vom Eingang weg ist. Ist das Candy Sucks? Oh, geil. Die ist... Kennt ihr die noch? Also, falls ihr Vice City gesehen habt oder gespielt habt. Ist der spitze. Das habe ich noch nie bemerkt, dass da ein Foto von Candy Sucks hängt. Schön. Unsere kleine Porno-Bitch aus Vice City. Ist das nicht super? Okay. Die vorletzte Kiste ist dabei. Ich nehme natürlich alles mit, was geht. Ich weiß gar nicht, ob es dafür... Doch, es sollte dafür dann auch mehr Geld geben. Ja, natürlich. Es sollte auch mehr Geld geben, wenn wir mehr holen hier. Würde ich denken. Irgendwie muss es sich ja lohnen, hier noch mehr zu holen. Und ich meine, so viel Geld haben wir noch nicht. Von daher, immer her damit. Achso, wir müssen ja leise sein. Ich vergaß. Psst, leise. Ganz still und... Hey, Fucker! Wir räumen dich aus! Leise! So, letzte Kiste. Jetzt muss ich mir das Foto aber doch nochmal kurz angucken. Ist das mit... Steven, komm, what the fuck? Ich darf mir das Foto nicht angucken. Oh Gott, ich geh. Ich gehe ganz schnell. Let's get up out of here. Gut. Get off my ridge, you Viet Cong bastards. Ich glaub, wir lassen die eine Kiste, wo sie ist. Called the cops. I'm smoking. Let's just get this stuff out of here. You dumb bastard, Shermhead. Oh, schön. Ey, das habe ich auch noch nie geschafft. Ich wusste nicht, dass der Typ aufwacht, wenn man da in die Ecke geht. Wunderschön. Wunderschön. Das lief doch 1A. You the one who woke the crazy old bastard up. We gotta lose this heat, man. Natürlich. This paint shop in Idlewood should be able to take a van this big. Oh, was? Ich glaube, wir müssen die Mission nochmal anfangen. Ich gehe dann mal. Zu spät. Na, das lief doch schon wieder ganz ausgezeichnet. Dieses Let's Play, das wird
Es wird der Hammer. Ich glaube, ich kriege keine Mission beim ersten Versuch hin, oder? Das ist ja schrecklich. Okay, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich wieder dabei bin, unseren Freund auszuräumen. Bis gleich. Sieh mal an, wer wieder alles ausräumt. Und diesmal lassen wir uns nicht zu sehr von Candy ablenken. Diesmal gehen wir gleich raus. Und damit sollte die Geschichte dann auch erledigt sein. Also das wusste ich echt nicht, dass wenn man sich Candy zu sehr nähert, dass der Typ dann aufwacht, beziehungsweise wahrscheinlich ist es eher, weil wir uns ihm zu sehr genähert haben. Aber ist natürlich eine schöne Falle und finde ich auch süß, dass sie das Foto ja als Gimmick mit eingebaut haben. Kann mich echt nicht dran erinnern, dass ich das schon mal bemerkt hätte. So. Endlich. Wir haben es geschafft. Die ganze Hütte leer. Und diesmal auch ohne Bullen, fahre zurück zur Garage. Wollen wir die Früchte unserer diebischen Arbeit mal wegbringen? Alright, now we're straight. LB got a storage garage down in Seville Boulevard family turf we could use. I'm on it. Seriously, Ryder, man. You gotta give up them sticks. What? Man, I give up the water if you give up being a buster. Hold it right there, homie. Buster? Forget it. Forget you, fool. One day, you're gonna wish you hadn't pissed me off. Did I hear something? I sound like the buster complaining again. Man, this is childish. Oh yeah. And I ain't talking to you no more, fool. Ryder ist so ein Ausbund an Eloquenz, das ist echt der Hammer. Also mit ihm ist echt ganz toll umzugehen. Vor allen Dingen, weil er halt auch wirklich nie die Fresse halten und normal sein kann, ne? So, stell den Truck in der Garage ab, wir haben es geschafft. Hallo? Ah ja. You see, I told you, simple. Yeah, that was a real breeze. Say, CJ, you gotta get it in your head that this is everyday shit, homie. Wenn du dich nicht gerade auf einer Mission befindest, kannst du nachts auf Diebeszug gehen. Man kann in viele Häuser einbrechen und die Besitzer um ihre Habe erleichtern. Du kannst in einen Van wie diesen steigen, um eine Diebestour zu starten. Belade den Truck und fahre ihn dann zurück zur Garage. Okay, look, I'm tired. I'll see you later. Alright, Holmes. Just think about what I said. Respekt, es gibt noch nicht mal Kohle dafür. Warum zur Hölle habe ich die Hütte komplett ausgeräumt? Ich weiß es nicht. So, naja, was soll's. Ich glaube, ich kann mich nicht dran erinnern, jemals die Diebesmissionen dann für mich so noch gemacht zu haben. Ich glaube, ich habe dann immer anderweitig Geld verdient. So, und genau das wollen wir jetzt tun mit weiteren Missionen. Ich hoffe mal, es gibt dann auch irgendwann mal... Mensch, das ruckelt aber heute. Ich hoffe es... Ah ja, Stallion. Natürlich, Stallion mit seiner weichen Federung und seinem Übersteuern. Die Kiste ist genauso wie in Vice City. Ich hoffe, es gibt dann auch demnächst mal irgendwann Kohle für die Missionserledigung. Und nicht nur Respekt, weil das wäre schon irgendwie cool, wenn wir dann demnächst auch mal endlich was verdienen würden dabei. So. Wobei, wenn wir jetzt wieder für Ryder machen, dann wahrscheinlich nicht. Dann gibt's wahrscheinlich nichts. Aber wir schauen mal. Wir werden sehen, was es gibt. Bei Catalyst. Hey Ryder, what the hell are you doing? Nigga, I couldn't find that wet I buried. So I'm making my own. Strong. It's easy, fool. Man, don't do that. You'll saute the both of us. Morning, boys. Man, who you calling boy, fool? Well, what should I call you, midget? How about prick? Prick. Yeah, prick works. Man, fuck you. Bitch, get out of here. Mmm, smells good. What's cooking? Where's mine? Man, just chill out, alright? Ooh. Yeah, sweat me. Mmm, my wife loves this stuff, man. Anyway, there's a train gonna make an unscheduled stop just down the way. And it's got a, how you say, little something-something on board for you boys. Square business, man. Catch you later, homeboys. Asshole. Oh, Carl. Try not to kill any more respected police officers. Please. Crime has certainly gone up since you got back, kid. Just doing my part for the community.
Your train's gonna be there in 5. Komm, Ryder, auf geht's! Fahre Ryders Truck zum Munitionszug. Das klingt spaßig. You drive, CJ. Seeing as you missed the driver and all. Not your shit again. Don't give me a hard time about my driving. I ain't got the energy for it, man. Well, don't go roll the damn car over and blow us all up in flames then. Nah, I ain't rising to your shit, man. Good. Means you concentrate on the road then. You love to give a homie a hard time. So. Trying to keep my soldiers alive, nigga. Yeah, auf geht's. Go. That's our train, all right. Oh, Entschuldigung, das waren die Falschen. Darf ich mal kurz? So, dann machen wir das doch mal wieder auf die übliche Art und Weise. So, ich klammer mal kurz eure Waffen. Damit ich dann auch mal was hab. Das vielleicht auch noch. Schießt da jemand auf mich? Kriegt ihr den hin? Ansonsten, mache ich das mal. Schütze den Zug vor dem Ballers. Oh yeah. Oh, what's this? We got Ballers trying to crash. Großes Gangbanging hier. Tempany war wieder ganz freundlich zu uns. Was sollen wir von diesem Mann auch erwarten? Go check out the train, CJ. Oh fuck. Ist das ein Bulle? Steig hinten auf den Zug, ich beeil mich mal. Bevor ich hier wegsterbe. Damn, what is that? So. Chill out, fool. We gonna be right behind you. Throw me some boxes, CJ. Ja klar, komm vorbei. Schneller? Danke. Hier. I got it. Schön. Das hoffe ich doch, dass du fangen kannst. Nice throw, fool. Natürlich. Oh Gott! Wie immer halt, ne? Shit, I nearly dropped them. Oh shit! Oh Scheiße! Schlecht! And another one. Okay. Okay, CJ, wir sind dabei. That's all I can carry. Hop in the car and stab out, fool. Immer muss ich alles machen. Na gut, du musst die Cops abhängen, fahren das nahegelegene Pay and Spray, um die Bullen abzuhängen. Guten Tag, die Damen. Oh, 3 Sterne sogar. Mensch, die meinen es aber auch ernst heute. Wie gut, dass der Pay and Spray gleich hier ist und die Bullen offenbar nicht schlau genug, um mitzukriegen, dass wir das sind, die hier wieder rauskommen. Ich finde auch schön, dass Ryder gleich mit umgesprayt wurde. Also, dass er einfach hinten drauf geblieben ist, während gesprayt wurde. So, kann ich denn... Ah, ich muss ja nämlich ganz schön aufpassen, dass ich ja niemanden umrempel. Sonst haben wir die 3 Sterne gleich wieder am Hals. So, auf zurück zur Grove Street. Das sah doch ganz gut aus. Ist auch nicht sonderlich auffällig, wenn wir mit den ganzen Munitionskisten hinten drauf hier durch die Gegend fahren. Okay. Platz da. Wieder unsere Lieblingsabkürzung nehmen. Mensch, das war doch relativ knapp am Ende mit dem Leben. Gerade auch, weil der Bulle dann noch ankam. Das hätte nicht sein müssen. Damn, homie, your stuff was tight. Yeah, you too, homie. LB's coming over to stash the shit. Okay, later then. For life, CJ. For life, you heard? So, das gibt mal wieder Respekt bei Ryder. Vielleicht respektiert er uns ja dann auch wirklich mal, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist die Mordrate wieder ein bisschen nach oben gegangen und wir haben mal wieder ein paar Schuss jetzt für eine Waffe. Das ist auch sehr schön. War auch ein verdammt schwerer Schusswechsel, also, naja. Gut, ich gehe mal ganz kurz hier, achso, ich muss speichern, damit das Leben sich auffüllt. Okay. Siehst du mal, stimmt, hier musst du mal noch speichern, damit auch die Zeit vergeht, glaube ich. Oder? Ich bin mir gar nicht sicher. In den späteren Spielen geht es auf jeden Fall alles auch ohne, dass man speichern muss. So, dann machen wir auch gleich bei Ryder weiter, wenn es doch hier so gut funktioniert. Robbing Uncle Sam.